Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Der Papa kocht heute nichts. Ich habe Besuch. Guck mal, wer von euch, ganz ehrlich, schreibt jetzt direkt in die Kommentare, kennt Holle. Holle. Guck mal. Ich hoffe, die Hälfte mindestens. Mindestens, ja. Ey, sollte es da draußen Menschen geben, ich liebe euch dafür, wenn ihr mich kennt und ihn nicht. Das gibt es, genügend. Ja, jetzt hat jemand meinen Kameramann nach dem Bild gefragt, kannte mich nicht. Und er hat schon gesehen. Und er hat 10.000 Follower bei Instagram, das war's. Das ist bei uns noch nicht passiert. Nee? Ja, nee, noch nicht. Holle, wir sind in Frankfurt, ja. In meiner Heimat. Mhm. Ja? Du hast den weiten Weg aus Hamburg hier runtergekommen. Auf jeden. Weil ich habe dich gefragt, ob du mir so ein bisschen zur Seite stehen kannst heute. Weil die Idee dahinter ist, ich will heute mal so drei wirkliche Burger-Hotspots in Frankfurt abgehen, wo ich weiß, Reputation massig, richtig geil bewertet. Weißt du, wenn du in Frankfurt so Menschen auf der Straße random fragst, wo gehst du Burger essen, fallen immer diese drei Namen. Ja. Und da du als ausgewiesener Döner und natürlich auch Burger-Experte unterwegs bist, mit wie viel, ich war ehrlich, wie viele Burger hast du gegessen, was schätzt du? Boah, das wäre, letztes habe ich auch bei Kabel 1 wurde mir auch die Frage gestellt, ich habe voll übertrieben bei Döner, habe gesagt, über 5.000, ich glaube, das ist gelogen. Nein, am Tag. Also, oh, müsste ich lügen werden, also 500, keine viele, Ahnung. Aber viele, ja, einfach, ja? Ja, viele, viele. Und würdest du mir auch recht geben, dass es ähnlich ist wie beim Döner, dass natürlich Burger auch ein persönliches Gusto sind. Es kommt aufs Brot an, das Fleisch, wie sind dein, was magst du da drauf? Magst du Tomate? Ja, nein, weißt du, solche Sachen. 100%, also es gibt immer diese persönlichen Vorlieben, aber es gibt auch einfach Sachen, wie es ist bei den Sachen, die du aus der Küche kennst, beim schönen Gulasch oder so, wo du siehst, das ist jetzt technisch richtig gemacht, das ist gut gemacht, das ist schlecht gemacht und das muss man auch immer mit einfließen lassen. Und dann kommt noch das persönliche Gusto natürlich auch dazu. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Dann reden wir doch heute eigentlich so, weißt du, jeder hat ja, weißt du, ich raste immer aus, wenn die diese Burger so hoch bauen, dass du sie nicht mehr essen das kannst. Geht nicht. Das ist auch so ein Triple Fleisch und sowas. Was mag, brauche ich gar nicht. Ja. Knast. Ja. Knast. Ja, ist so, direkt ausweisen einfach. Ausweisen. Ja. Unsere erste Station heute ist wirklich viel besungen in Frankfurt, ne? Urban Ranch. Ja. Man kennt sie aus dem Skyline Plaza, da haben sie erst mit einem Wagen vor der Tür angefangen, dann sind sie in das Einkaufszentrum in den Food Court gezogen. Du selbst warst auch schon da. Ja. Alle waren da. Ich kenne keinen, der nicht da war. Weil, aber ist ja nicht umsonst. Wie war denn deine Erfahrung bisher mit Urban Ranch? Also Urban Ranch ist krank. Also das ist so, klar, es gibt schon lange eine Burgerkultur und die wurde schon lange hochgepusht. Aber dann gab es irgendwo so diese Granaten, die sich da so gefühlt zur Lebensaufgabe gemacht haben, wie irgendwie keinen Fußballspieler, der dem sein Leben widmet. Und die einfach nochmal so das Game gesprengt haben. Und da gehört Urban Ranch zu so 5, 6 Big Playern in Deutschland, die echt alles zerrissen haben. So. Ich habe auf einem Fachsymposium vor ein paar Jahren gesagt, ja. Das Burger-Ding ist fertig. Hast du gesagt? Habe ich wirklich gesagt. Hast du einen Vortrag gehalten, irgendjemand über Mathematik so? Ja, so. Ja. Ehrlich? Ich habe gesagt, Burger ist vorbei, das war ein Trend. Hast du ein Burger-Kostüm angehabt dabei? So ein Shorts. Aber habe ich ja immer. Das ja, weiß man ja. Nee, tatsächlich, ich habe gesagt, das ist vorbei. Das war die größte Fehleinschätzung meines Lebens, glaube ich so. Ja, ja. Weil ich habe danach tatsächlich auch noch angefangen, Burger zu machen. Ich habe ja auch ein Streetfood-Burger-Konzept. Viele von den Zuschauern wissen das. Ja. To-Our-Burger. Wir sind aber nur auf Streetfood-Festivals. Ah, ne? Ja. Holle, ich bin wirklich gespannt, ob wir da heute übereinkommen. Ja? Ich weiß, hoffe du bist doch, ein sehr kritischer Typ, was das betrifft. Das lebt ja auch. Ich versuche ehrlich zu sein einfach. Genau, dein, ja, das ist ja, Kritik kann ja positiv und negativ sein, ne? Das ist ja richtig. Und ich bin ja einfach so der Review-Typ eigentlich, der irgendwo hingeht und sagt, hier könnt ihr hingehen, ist geil. Mhm. Ich hoffe, dass das heute so bleibt. Ja. Nicht, dass ich dir noch was an mir ändern muss. Ja, bei mir läuft ja anders. Ich gehe hin und wenn ich sage dann auch gut und gerne mal, wenn scheiße ist, Band zeigt halt immer nur die guten Spots, was, aber auch eine geile Taktik ist so. Ne? Ja, ja, ja. Nur Liebe. Du bist ein zu guter Mensch. Aber wie viele konnten sich nach deiner Kritik dann auch verbessern und haben es besser gemacht? Weißt du, das ist ja auch nicht. Einige. Bin ich auch sehr stolz auf, die wirklich das gemacht haben, was sie gesagt haben. Ja. Und bessere Ergebnisse erzielen. Und auf jeden Fall. Durchgestartet ohne Ende. Also ihr seht, mit Holle haben wir auf jeden Fall einen absoluten Experten, was Burger betrifft. Ja. Mehr gegessen, als ich je verkauft habe. Ja, wir gehen jetzt rein, Urban Ranch, die erwarten uns. Wir haben gesagt, dass wir kommen, so fair mussten wir sein. Ja. Wir können ja jetzt sonst nicht mit Kamerateam einfach so reinplatzen. Ja. Du bist ja oft dann auch mal alleine unterwegs und sowas. Ich bin oft alleine unterwegs. Ja, wir haben ja ein riesen Team, da eine Kamera, guck mal. Das ist hier da eine Kamera. Professionalität, hier da kann ich von träumen. GoPro. Ja, ja, ja. Aber da muss ich dich kurz noch fragen. Ja, weißt du überhaupt, welchen Burger wir heute essen? Nee, aber ich lasse dich das aussuchen. Warte mal, welchen essen wir nochmal? Ich habe das echt im Kopf. Wir hatten einen indischen Verkäufer da. Ja. Ich versuche es in seinem Slang wiederzugeben. Chicago Bull. Chicago Bull. Ich habe das Video gerade noch gesehen. Ja, ja. Wir verlinken euch das mal direkt hier oben drin. Ne? Ja, Olle war da. Weil der Typ war richtig geil. Er hat sich so beäumelt cool. über seinen Slang, aber ganz positiv. Super. Also er hat hier mitgelacht. Ja, natürlich. Das war ja auch auf cool gemacht. War auf cool, war auf cool. Olle, komm, wir gehen rein, gehen was essen. Chicago Bull. Chicago Bull. Ey, Olle, guck dir das doch mal an, was die da alles am Angebot haben. Aber das sei ehrlich, das ist so eine Karte. Es gibt auch so eine Displays, da sieht alles wie Müll aus. Die schwenken zwar auch, aber sind, keine Ahnung, hier willst du alles ist direkt auf einmal. Ist schon durchgestylt, muss man sagen. Ne? Also das hat aber das hast du doch in dem anderen Laden drüben auch so geil, ne? Schon. So ein digitales Menüboard. Ja, ja. Digitales Menüboard, Giga. Guck mal, so eine digitale Karte. Die haben studiert, die Jungs. Die haben studiert. Also ich muss den Chicago Bull. Okay.
Den muss ich nehmen. Wenn ich euch was empfehlen könnte, dann die Pastrami Fries, wenn ihr Bock drauf habt. Nicht als Burger, dann quasi als Fries. Hey, wir bleiben bei dem Burger-Ding heute. Ja, bleiben wir bei dem Burger-Ding. Okay. Auf jeden. Ja, gut. Dann gucken wir dir zu, wie du das machst. Perfekt. Und wir hocken uns oben in die Höhle der Liebe. Das machen wir. Wir kuscheln. Kuschelecke. Back up on my grizzly on my bar. Yeah, yeah. Ask me how I'm doing awesome. Yeah, yeah. Fake energy, that's why you lost him. If you come around, it's time it costs you. Yeah, yeah. I can't trust nobody, no, we all fucked up. I don't trust nobody, only God I trust. Over traumatized, so the squad might bust. Probably get your body, then the squad locked up. I've been in my head, I don't know which way to turn up. Thought it was forever, but relationships in turn out. And I'm sick of trying, man, I start to feel. Okay, dann meinst du richtig so. Meinst du echt jetzt hier in die Ecke rein? Ich glaube, das kommt gut, Alter. Das ist ein gutes Feeling. Das ist geiler, als man denkt. Oder hast du Angst gerade, dass du nicht durchpasst? Ja, ja, das krieg ich schon hin. Ja? Ich muss halt immer einen Sack ein bisschen hochziehen zum Durchlaufen. Ich auch. Also bist du, ey, hier sitzen wir in unserer Liebeshöhle hier. Das ist echt so, Mann. Und lass uns einen Chicago Bull sehen. Oh, guck mal, da ist er schon. Der. Schön. Ja. Die sind aber auch wieder wunderhübsch, gell? Vielen Dank, mein Lieber. Sehr gerne. Ey, dieser Waldgeruch allein schon hier, ne? Der merkst du das? Ja, das ist so urig einfach, ne? Ja, das sind hier, wie heißt das? Schwingungen, die gehen auf uns über. Die positiven Vibes. Oder ja. Sag mal, guck mal, wenn ich dir jetzt den Burger mal so rüberreiche, ne? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein erster Eindruck von dem Gerät? Der macht was mit einem. Das ist so ein Ding, den gibt's nur einmal. Den gibt's nur einmal von der Optik, vom Geschmack, von der Haptik, alles. Boah, dieses wunderschöne, guck dir mal dieses Bun an. Oh ja. Wirklich, da krieg ich Gefühle, andere Art. Krieg ich auch. Das ist wirklich so, ne? Auch, da wird's untenrum, regt sich was. Hier, dieses, weil du das da drauf hast, so ganz leicht, so wie Pergament, einfach leicht angerissen, da drunter ist wie eine Wolke. Er hat aber auch ein Schweineglück gehabt, dass er einen Bäcker gefunden hat, der ihm so ein Brötchen liefern kann. Natürlich. Das natürlich. Muss man sagen. Weil das kriegen wir nicht hin. Ja, genau. Mhm. Und das für immer. Und überleg mal, der ist ja mitgewachsen mit den Jungs. Ja, aber grundsätzlich sollten wir auf jeden Fall versuchen, das warm zu uns zu nehmen. Das versuchen wir. Wichtige Sache schon mal. Ich weiß, der Parameter bei dir ist wichtig. Man muss es mit beiden Händen so einfach essen können. Ne? Das ist wichtig. Unbedingt. Und jetzt guck doch mal hin. Also vom Gewicht her 125 Gramm Fleisch. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, aber ich glaube trotzdem, wenn du den runter hast, bist du zumindest einigermaßen gesättigt. Also wir vielleicht nicht, aber ein normaler Mensch. Das war mein Stichwort. Und guten Appetit. Und dir auch. Der Chef steht hinter der Kamera. Wir müssen dazu sagen, er hat leider keinen Ton. Ja. Er hat gerade gesagt, die Bun-Rezeptur haben sie verbessert. Da ist jetzt noch mehr Butter drin. Ja, ich schwör's, das habe ich gerade geschmeckt. Beiß mal rein, du schmeckst die Butter direkt. Guck mal, ich wollte das nicht sagen, weil ich sagte, ja klar, jetzt sagt der Affe, der schmeckt das. Aber ja, du schmeckst die komplett. Jetzt hätte ich aber vermutet, dass sie es in Butter gewälzt haben, bevor sie es grillen. Ne? Das auch noch, ne? Kommt noch Butter dazu auch, ne? Boah, ich sag, ich brauche mal drei Bisse bei so einem Ding, bevor ich was sagen kann. Was halt bei dem Ding auch so special ist, der Schinken da drin. Diese kleinen Stückchen, nicht so standardmäßig, ne, diese einfach Bacon-Scheibe, sondern zwischendrin immer so ein kleiner Biss, leicht verhärtet. Genau, du ziehst das nicht runter, wenn du reinbeißt. Auch ganz. Das ist vom Verbraucher für den Verbraucher entwickelt. Glaubst du das? Das ist vom Gast für den Gast gemacht. Und hier sehe ich gerade noch eine Sache, wo bei mir der Upturn durchkommt. Das ist, wenn ich so einen Rucola-Stängel aus dem Mund hängen habe. Echt? Ja, da kommt bei mir der Upturn. Ist nicht passiert, deswegen. Aber bei mir. Ja. Ja. Ich habe ihn gesehen. Würdest du sagen, ich bin Abtörner jetzt? Ja, nee, aber der Burger vielleicht. Ich sag mal, du kannst ja einen Burger, das ist ja irgendwo, wie ich finde, immer wie so ein Sternemenü. Ein Sternemenü setzt du ganz viele kleine Akzente, du hast zum Schluss so ein Gesamterlebnis. Ja, wie ja. Zum Beispiel ein perfekter Löffel oder so. Und hier, wenn du da reinbeißt, den kannst du 8-mal essen und jedes Mal fällt dir was anderes auf. Zwischendrin hast du den Rucola. Dann merkst du, wie schön perfektioniert das Bun geröstet ist auch. Ja. Dann hast du mal ein Stück Schinken. Dann merkst du die Butter vom Bun zwischendrin. Also du, das ist ein Erlebnis einfach. Und vor allem, guck mal hier unten rein. Weißt du, was ich meine? Da läuft kein Fett raus, du saust dir nicht die Klamotten ein. Das ist auch von den Proportionen her ist der sehr, sehr gut. Ja? Geil. Deswegen, ich brauche da kein zweites Patty. Ich brauche nicht noch eine Scheibe Käse extra. Weil so ist er gut, wie er ist. Ja? Das ist perfekt so. Das ist absolut perfekt. Hey, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass die Jungs hier hyped sind, dass sie das über die Jahre tragen. Ja. Und vor allem, dass sie sich an einem Spot wie die Berger Straße niedergelassen haben, die quasi für gute Restaurants und ja, für einfach auch Szene-Gastronomie bekannt ist, dass sie sich hier niedergelassen haben, ist der absolut richtige Schritt. Ich kann ihnen nur alles Gute wünschen, das ist ein Bombending. Wann immer ich über einen geilen Burger rede, sage ich, gehe zu Urban Ranch, gehe hierher und hol dir das Ding. Hundertprozentig. Ich habe ja auch so ein Burger-Ranking. Ja. Auch für die, die mich nicht kennen, bin ich durch ganz Deutschland gefahren und habe alle heftigen Spots abgeklappert. Ich habe in meinem Ranking bisher in Anführungszeichen nur eine 9 von 10 gegeben, so wie ich den heute gegessen habe. Mit schon heute in der Futur Intus hätte ich den sogar noch
abgegradet mit, keine Ahnung, wow, müsst ihr mal im Rank gucken, wow, aber 9.1, 9.2 wäre ich nochmal ein kleines Stück rausgehauen. Dann ist der aber ganz oben mit dabei. Ich hau den nochmal mit leeren Magen irgendwann bei meinen Videos rein, aber das ist ein starkes Ding. Was hast du gesagt von allen Burgern Alltime, die du gegessen hast, kommt das, in die Top 10? Das ist mein Favorit. Ja, ne? Ja, das, ich mag den am liebsten hier. Ja, der ist ultra heftig. Dann habe ich den zweiten von der American Burger Bar, den finde ich sehr, sehr geil. Und ich fand Türkisch in München auch sehr, sehr geil. Von Smash Burgern. Ich hätte auch gerne mal Goldies probiert, aber die wollten uns nicht da haben. Die wollten euch nicht da haben? Nein, die wollten uns nicht. Ehrlich? Zu fame mittlerweile schon. Ja? Ist das jetzt dein Ernst gewesen? Ja, ja, mit Delicious. Warte, ich rufe den mal eben an. Da kannst du mal los, ey. Der kommt aus dem Ranking raus von mir. Ja, aber das ist nicht so. Hey, abonniert auf jeden Fall auch mal den Kanal von Holle. Zieht euch das rein, was der über Burger und was der über Döner weiß und macht. In einem Output auch, ey, wo du. Wie viele Videos sind das pro Woche? Zwei, drei Stück? Drei seit Jahren. Applaus von meiner Seite. Ey, ihr wird aufgegessen bei uns, ne? Deswegen sind wir fett. Auf, safe, deswegen sind wir fett. Und ja, dann würde ich sagen, geht's auch schon direkt weiter zum nächsten Spot. Ist gar nicht so weit von hier. Ist auch eine schicke Sache. Toller Laden, geile Burger. Ich bin wirklich gespannt. Du warst noch nicht da. Nee. Aber gehört hast von denen schon, ne? Gehört habe ich von der. Wie hieß der jetzt? Heroes? Nee, ja. Hab ich eben vor Platte in Hamburg gedacht. Da gibt es Heroes. Okay, vielleicht ist das dasselbe, wer weiß. Aber wir gehen jetzt mal rüber und gucken. Machen wir. Leute, ihr seht, die Stimmung ist gut. Wir sind in der Leibnizstraße angekommen. Holle? Ja. Heroes Premium Burgers. Ja. Guck mal, also wenn du schon Heroes, also die Helden. Ich weiß, warum die Helden schreiben, weil die auf Superhelden gehen. Ja. Aber nein, dein Laden heißt der Heldenburger und du machst Premium Burgers. Da ist doch die Erwartungshaltung schon wieder. Das ist so eine Ansage vom Namen, das wie letztens, was war das für ein Burger? The Döner. The Döner. Weißt du, da denke ich mir, mach das bitte nur, wenn es richtig scheppert, sonst nicht. Es ist der Döner. Ja. Das musst du auch machen. Aber dann, das zeugt aber auch von einer gewissen Selbstbewusstsein, weißt du, so, dass du sagst, ey, wir sind hier die Heroes und wir machen Premium-Burger. Aber ich sag dir, die meisten Gastronomen, ich sag immer, das ist so wie Handwerker, jeder denkt, er wäre der Heftigste. Jeder Koch denkt, er wäre der Heftigste, jeder Gastronom denkt, er hat ich bin drauf. Halt einfach der Heftigste. Ja, das ist was anderes, das zählt. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ey, wenn die aber auf Superhelden abgehen, ist das Konzept cool. Der Laden sieht eigentlich ganz geil aus, die haben oben so schön Leuchtreklame dran und so. Im Moment sieht man es nicht, weil das Haus ist eingerüstet. Das ist ein bisschen nachteilig jetzt, aber ich denke, ihr habt ein gewisses Vorstellungsvermögen, könnt euch vorstellen, das ist eigentlich ein cooler Laden. Und innen drin gibt es viel zu sehen, guckt euch das mal an. Das Erste, was mir hier auffällt, guck mal, wir haben hier, wie viele Burger sind das denn, Diggi? Haben die viele, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Das ist 20 wild, Burger. Ja. Das ist wild. Boah, was ist dein erster Gedanke, wenn du siehst, so viele Burger? 15 wegstreichen. Ja, ne? Meine auch. Edding ansetzen. Ja, so die besten 5 behalten, so, ne? Aber es kann natürlich sein, weißt du, dass es... Also ich verstehe schon, die Jungs sind hier auch in einem Wohngebiet, ne? Also ja. Das ist jetzt kein Szeneviertel oder so. Wir sind hier nicht auf einer Fressmeile. Wenn du Leute hast, die regelmäßig in dein Restaurant kommen, willst du denen vielleicht auch eine gewisse Auswahl bieten in Form von, hey, wenn du hierher kommst, du kannst hier auch zweimal die Woche kommen, ich habe immer was anderes für dich. Das kann ein Ansatz sein. Am Ende wiederholt sich das ja auch alles. Du hast immer ein Rinderpatty erstmal. Oder manchmal sind es so Feinheiten vielleicht. Dann kommt bei meinen Champignons drauf, beim anderen das, beim anderen richtig, das. Richtig, so, hier Erdnussbutter, Cheddar. Karamellisierte Erdnüsse. Das habe ich gerade gesehen mit Erdnussbutter woanders. Habe ich gedacht, wie wäre das wohl? Ja, ich kenne in Köln einen sehr geilen Laden. Ja. Werde ich auch demnächst mal hingehen. Ja, schon wieder ein Grund, den Kanal zu abonnieren, auf jeden Fall. Ja. Also ich bin immer Fan, wenn ich einen Laden neu teste, ich nehme nie Special Burger. Ich nehme immer den Standard Classic Cheeseburger, weil dann habe ich meine Bemessungsgrundlage. So, keine Ahnung, wie beim Griechen, nimmst du mal Gyros am Anfang, das guckst, stimmt, was kann er. Das stimmt. Ja, und das wird es bei mir hier auch sein. Ich guck, was ist der Basic. Finden wir denn einfach einen klassischen Cheeseburger? Das ist jetzt die Frage. Ja, das ist echt die Frage. Wollen wir hier Chef mal fragen? Habt ihr einen klassischen Cheeseburger hier? Der ganz oben links, der Butch. Ja. Käse. Ja. Da kann man sich den. Da ist noch Aioli drauf, das ist auf den meisten unserer Burgern drauf, da kannst du natürlich auch einbestellen. Nee, wir wollen das ja schon so, wie ihr das macht. Ja, ne? Ja. Also ich würde den nehmen, ganz klar. Okay, einfach. Dann sind wir da dabei, aber mit Käse muss der schon sein, ne? Ja, mit Käse muss der. Mit Aioli, Tomate, Aioli, klar, das geht. Ey, komm, lass mal machen. Macht das für uns, aber wir kommen gucken. We'll be right back.
Boah, Holle, guck mal, es geht los. Oh, wow. Digga. Zwei Cheeseburger. Bernd, du kennst mich gut, dass ich so Riesenburger gerne mag. Dankeschön. Also ich weiß ja nicht. Aber guck mal, auf den ersten Blick. Aber wir lassen erstmal die Leute gucken. Das ist ein Kunstwerk schon, ne? Ja, das muss man sagen. Wenn wir mal ehrlich sind, Digga, ist das erstmal, kriegst du Angst vor dem Ding, ne? Also du kriegst Angst, ja. Du weißt ja, was ich immer sage zum Burger, den du nicht in eins essen kannst. Ja. Und ich liebe das auch, wenn der in der Tüte kommt. In der Tüte? Ja, ich liebe es. Auch wenn ein Döner keine Tüte hat. Ne? Ach, wenn der ohne Tüte kommt? Ja, ja, das finde ich gut, wenn der Tüte hat. Ja. So wie beim Urban Ranch beispielsweise. Warum einfach, wenn es nicht rausläuft? Ja, genau, das unterstützt dich beim Essen. Ja. Finde ich. Ich nehme das immer auf dumm ab und sage mir, das darfst du nicht. Ja, ich sage auch, lass das dran. Ja. Aber ich habe trotzdem Angst vor dem Bann, dass das zu viel Raum einnimmt. Dass das zu voluminös zu dem Rest die Show klaut. Okay. Einfach von der Menge her. Den hast du aber gegessen und findest ihn geil. Nee, tatsächlich nicht. Den hast du nicht gegessen? Nee, das ist eine Empfehlung aus der Community. Ah, krass. Bist du so ein Zusammenpresser? Nee, ja? Musst du nicht, oder? Nee, ich versuche den so zu halten, aber ich muss alles in einen Biss kriegen. Okay. Sonst ist das kein Burger mehr für mich. Ich drück da drauf. Also, was mir direkt mal positiv auffällt, ist, dass der super juicy gebraten ist. Ne? Also meiner ist noch schön rosa. Deiner ist ein bisschen mehr Medium als meiner. Oh, deiner ist ein bisschen weiter, sehe ich gerade, ja? Ja. Gucken uns gerade nochmal den Vergleich an. Was mich also dezent mal abtören, ist ja, guck mal, was bei dir unten rausläuft. Ein Juice, Alter. Ist das Juice oder was ist das? Ich vermute, das werden die Tomaten sein. Also ich kenne das von Tomatenburgern, dass da halt oft mal unten das ganze... Die ganze Geschichte ausläuft. Ja. Muss man aufpassen. Bin ich auch nicht so der Fan von, aber es gibt auch Burger mit Tomaten, da passiert das nicht. Ja, also es ist kein Garant dafür. Ist es schon sehr tomatig? Es ist sehr tomatig. Auch noch mit dem Relish. Mit dem Relish, ne? Ist sehr tomatig. Mhm. Also wer keine Tomaten mag, hat eh verloren. Es ist auch sehr viel Salat, meiner Meinung nach. Aioli spüre ich auch. Mein Favorit bisher. Obendrauf sind die Salzgurken. Ne? Sag ich das magst ja, du, ne? Das liebe ich sehr. Also, ich habe erstmal kurz Stille einkennen lassen, um mich reinzuschmecken. Ich habe klares Fazit zu dem Burger einfach. Also für mich ist das, ich war ja, wie du weißt oder wie sie mich kennen, sehr, sehr vielen Läden in Deutschland. Ne? Mal ist einer gut, mal ist einer schlecht. Und das ist für mich ein klassisch stabiler Burger, der aber nicht groß raussteht. Das ist so für mich so eine klassische 7 von 10. Anfang fehlt die Power ein bisschen, kam zum Schluss noch rein. Das Tomatenrelish ist mir ein bisschen so zu, ich sag mal, tomatenmarklassig. Ja. Von der sehr im Vordergrund. Genau, sehr im Vordergrund. An sich ein stabiler Burger, gute Komponenten. Die Gurken haben mir auch sehr gut gefallen, aber es ist jetzt nichts, was raussticht, wo ich sage, so boom, das haut mich jetzt vom Sockel. Sowohl das Fleisch nicht, als auch nicht das Bun oder so, wo ich einfach sage, hat mich jetzt komplett abgeholt. Das ist ein stabiler Burger, aber ja, mehr auch nicht, wenn ich so sagen darf. Ich würde sogar ein bisschen weitergehen und sagen, dass das Tomatenrelish in Verbindung mit der Tomate tatsächlich ein bisschen zu viel ist. Zu viel, für mich. Ja. Ich mag die Aioli gerne unten drunter. Ich mag das Brötchen auch gerne, aber mir ist es nicht briochig genug, um auf meinem Burger-Ranking in den Olymp vorzustoßen. Wenn du es einfach mal vergleichst, ne, mit dem, sorry, dass ich unterbreche, mit dem Urban Ranch eben, da hast du nochmal im Bun halt so einen Punkt gehabt, wo diese Butter durchkam, wo man einfach sagt, das ist einzigartig, das ist Champions League. Ne? Und das ist ein absolut vernünftiger Burger. Jeder, der diesen Burger... Weit weg von Standard. Ne? Absolut. Ne? Nur wir gucken ja mal auf ganz hohem Niveau. Genau, genau. Und davon habe ich einfach so, so viele andere Burger schon gegessen, wo man sagen kann, geh da rein, ess einen Burger, aber nicht... Du wirst zufrieden rausgehen. Ja, ne? Also das ist auf jeden Fall, wenn du hier Burger essen gehst, wirst du happy sein. Ja. Da bin ich mir relativ sicher. Und... Was es natürlich auch wert ist, und das denke ich mir, müssen wir den Leuten auch nochmal sagen, bei der Vielzahl der verschiedenen Burger, die hier anbieten, ne? Ich glaube, dass da richtig geile Sauereien dabei sind. So Peanut Butter, Bacon und so ganz weiter. Klar, weißt du? Vielleicht sind das die Dinger, die so richtig reinkloppen, wo du denkst, das ist das, weshalb ich jetzt hier hingehe. Aber das war nicht das Thema heute. Ne? Wir sind ja auf der Suche nach dem geilen Cheeseburger. Ja. Den habe ich hier gefunden. Ich habe hier einen guten Cheeseburger gefunden. Ja. Aber es ist, wie du sagst, um in den Olymp aufzusteigen. Da weiß ich nicht. Muss man hier vielleicht nochmal einen anderen Burger nehmen? Ich würde hier auf jeden Fall nochmal herkommen, sag ich dir ehrlich. Und würde aber da mal was Crazyes probieren, so richtig. Man darf auch so den Vergleich nicht vergessen. Du und ich, wir fahren durch Deutschland, durch die Welt auch teilweise und essen die besten Empfehlungen weltweit, deutschlandweit. Und wenn man jetzt das rein auf Frankfurt bezieht, ist der vielleicht sogar im Ranking mit dabei da oben. Safe, ne? Safe, Auszeichnung am Start, alles. Aber ich bin immer, dass ich gleich das deutschlandweit. Geil, dass du das zur Sprache bringst. Da hast du vollkommen recht. Du vergleichst das jetzt national bis zum internationalen Vergleich. Überall.
Wir haben einen New York Burger gegessen, uns beide, weißt du, ich. Ja, da habe ich tatsächlich noch nicht, muss ich sagen. Warst du noch nicht? Nee. Nee? Okay, okay. Aber da wird es auf jeden Fall Zeit für dich. Mhm. Ne? Ich dachte, ich hätte dich da schon gesehen. Aber das ist nichts, weil du so präsent bist in diesem YouTube-Game. Ja, ja, da war ich noch nicht. Da, ich habe in New York schon ein paar Burger gegessen, auch und so, ne? Shake Shack und solche Sachen. Ne? Das habe ich aber auch schon gegessen. Ja, so das ist natürlich auch schon, da kriegst du ganz andere Geschichten. Aber das ist schön, dass du es ansprichst. Brechen wir das mal runter auf die Stadt, weil das Video trägt Frankfurt im Titel. Mhm. Ich glaube, in Frankfurt darf der oben mit dabei sein. Das kannst du haben. Also das kannst du haben. Ich habe jetzt auch schon wirklich einige Burger in Frankfurt getestet, Burger-Touren gemacht. Ja, da, er ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, man kann ihn sehr, sehr gut snacken. Ranking weiß ich jetzt nicht. Naja, aber ich komme noch, wie lang das Ranking ist. Ja? Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die den wirklich gerne essen hier. Ja? Und das ist ja auch immer persönliches Gusto. Ja. Was wir auf keinen Fall sagen, ist, dass das ein Kackburger ist. Nein. Meilenweit entfernt. Geil gebraten, schönes Fleisch, schön juicy. Meins ein bisschen mehr wie deins, muss man ehrlich sein. Weniger hätte es aber auch nicht sein dürfen. Mhm. Alles in allem hat er Stärken, hat Schwächen, aber es sind geschmackliche Sachen, die für jeden Einzelnen tatsächlich ausschlaggebend sein können. Ich würde unbedingt wieder herkommen. Ich empfehle euch auch hierher zu kommen. Probiert euch mal durch die Karte. Esst mal irgendwas Versautes, so mit Peanut Butter, Bacon und so. Das kann schon eine geile Sache sein. Heroes Burger? 7/10 für mich. 7/10. Mhm. Bei mir gibt es noch kein Rating. Für mich ist er so solide, dass ich sage, ich würde auf jeden Fall wieder herkommen. Und das ist Auszeichnung genug. Olle, ich habe noch einen Knaller. Ja. Ja, der muss sein. Ich weiß gar nicht, wir fahren zu Jamie's jetzt. Okay, also warst du da schon mal? Nee. Hast du von dem gehört? Nur von dir. Okay, der ist in Frankfurt auf jeden Fall auch, die betteln sich so ein bisschen mit Urban Ranch und so auch. Ne? Ja? Ja, ja. Also ganz auf freundschaftlicher Basis hier. Frankfurt sind ja alle Freunde miteinander. Und den hast du aber schon auch gegessen? Ja, den habe ich schon mal gegessen, so eine Zeit lang her. Aber Kameramann Tim kennt ihn zum Beispiel auch ganz gut. Ja. Der war da schon relativ häufig. Mhm. Und Tim, wie schätzt du den ein? Im Vergleich zu dem, was du jetzt gesehen hast? Schwierig. Wird schwierig für ihn. Glaube ich. Ja, wir haben doch mit Urban Ranch angefangen. Okay, ja? Gut. Okay, also dann würde ich sagen, let's go. Schaffst du es noch oder müssen wir die Jungs helfen? Ich sehe gleich. Also ganz kurz sacken lassen. Holle, Jamie's Burger. Ja. Ah nee, Jamie's B. Der Burger ist aus, guck mal. Jamie's B. Sehr B hier. Ja? Ey, wir sind hier Oskar von Millerstraße, Obermainanlage. Auf der anderen Seite direkt kannst du rüber nach Sachsenhausen fahren hier. Ja, da ist unser Partyviertel da drüben und so. Ja. Das ist quasi das alte Sachsenhausen. Gehst du da feiern manchmal noch? Ja, ist immer der Mensch raus. Obwohl, nach dem Fußball kann man mich da treffen. Ja? Okay. Ja, Frankfurt. Frankfurt. Jawohl, Eintracht Frankfurt, ist ja klar. Ja. Guck mal, Jamie's Burger, ganz lustige Geschichte. Ich war mit Kabel 1 unterwegs und war im Altsachs unterwegs, hier auf der anderen Mainseite. Und da kam der CEO, Richard, von Jamie's, hat mir sein Kärtchen hingehalten und hat gesagt, wenn du mal einen guten Burger willst, kommst du zu mir. Aber wie hat er genau gemacht? Mach mal. Er hat so, ich bin der CEO von Und ist er halb weggegangen. Dann ist er so halb weggegangen schon. Aber er hat so einen richtig so einen stabilen Move. Ja. Aber hat er funktioniert, wir stehen hier. Hat funktioniert, wir sind am Start. Ich bin da, das ist das eine, und ich habe noch Deutschlands Burger-Experten dabei. Ja? Also ich würde sagen, wir hocken uns rein, gucken mal, was er zu bieten hat. Und ob der CEO von ich hoffe, Jamie's, er kommt gleich noch. Ja, ich hoffe, dass der auch gleich auftaucht. Ja, komm, ich mal gucken. Ja. Guck mal, vielen herzlichen Dank. Oha, danke schön. Tja, da schwingen doch die Vibes schon wieder. Da geht's wieder weiter, ja? Ja. Da geht's wieder weiter. Aber was wir übrigens zwischendrin bekommen haben, ist hier, probier mal. Schönes Popcorn, ja? Ja, ist ein salziges Popcorn. Mhm. Ich finde relativ hart am Salz auch. Das war eine Grenze, aber gerade noch hart. Aber ist gerade noch geil. Magst du salziges Popcorn? Ich bin mehr Fan vom Süßen. Ja, weißt du, du sagst gerade, ne, so, dass ansprechend gestaltet ist er auf jeden Fall. Ja. Aber Patty, sagst du direkt, könnte so einen Homemade-Charakter haben, oder? Patty könnte Homemade-Charakter haben. Und es ist wirklich schwierig. Ist das wirklich, macht das wirklich Sinn, die Gurken so reinzulegen, oder sieht es nur gut aus? Die Frage muss man sich wirklich stellen. Das sind so Riesenscheiben, ne? Guck mal, was ich direkt sehe, so bei deinem war es eben noch ein bisschen krasser. Und zwar hier hinten sehe ich das.
dieser Rand, den es hier hat, ne, das Brötchen, beim Brioche, das ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal in meinen Augen. Ja. Siehst du das hier? Ja, ich sehe das. Das siehst du schon, diesen Handmade-Charakter. Also das sind auf jeden Fall, da gehe ich zu 99% sage ich, das sind vom Bäckerbrötchen. Ja? Ich denke auch, sonst wird man die auch kennen, weil diese gängigen Dinger, die eingekauft werden, kennt man meistens. Man kennt sie alle, weil es gibt nur ein, zwei gute auf dem Markt, genau, die hat man schon mal gegessen. Den Rest kannst du nicht essen. Ne? Was für mich total anders ist, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Salat oben oder unten? Also ich bin generell nicht ein super Fan von diesem Salat, den sie hier drauf haben. Lollo oder wie nennt ihr? Ja, Lollo Bianco. Oder Lollo Bianco. Kenne ich nur von Burger Brothers, heißt das, glaube ich. Mhm. Oh, da geht das klar. Aber das ist mir meistens zu viel und dieses Mundgefühl stehe ich nicht so drauf. Okay. Aber im Zweifelsfall, die Frage könnt ihr gar nicht beantworten. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Rucola und dem, würde ich immer für den voten. Aber ich mag den unten. Ja. Ja, aber ich will den auf keinen Fall, wenn ich den Burger beiße, am Gaumen präsent, ein Salatblatt, das hier oben am Gaumen klebt. Macht keinen Sinn, hast du recht. Okay, was glaubst du, was ich hier erwartet auf den ersten Biss? Ich würde sagen, schon einschätzen? Ich hätte ganz klar gesagt, auch wieder so eine 7 von 10 oder so. rein optisch, ne? Ja. Ich sehe gerade, hier unten ist mein Brötchen auch schon gebrochen. Mhm. Das ist immer ein Zeichen davon, dass die nicht abgedeckt in der Küche rumstehen, die Burger. Ja. Ja, weil wenn ein Brioche trocken wird, dann bricht's. Ist normalerweise unmöglich, Brioche kaputt zu brechen. Also nicht in irgendeiner Tupperbox oder sonst was. Genau, richtig. Ja. Aber wir wollen mal sehen. Gucken wir mal. Von unten sieht es auch geil aus, Alter. Mhm. Sehr salatlastig, sehr soßenlastig. Auf den ersten Biss. Sehr frisch, aber auch, was jetzt gar nicht so verkehrt ist, ein bisschen Mayo. Ja. Quasi gefühlt ein Beilagensalat oben drauf, ne? Ja, ist so. Also Fleisch geht definitiv unter. Fleisch geht unter. Mhm. Cool, wir haben hier auch so maximal geröstet, so wie beim Smashburger. Außen fallen so ein paar knusprige Bits runter. Das ist geil eigentlich. Ja. Mhm. Aber ich habe jetzt zweimal reingebissen. Mhm. Ja, doch. Es ist schon sehr, sehr suppig. Ne? Aber ich habe hier maximale Röstung beim Patty, muss man sagen. Was ich geil finde, ist auch die Röstung vom Bun. Das kommt sehr gut durch. Mhm. Schöne Röstaromen drin. Aber ich finde das Verhältnis trotzdem von Salat zu Fleisch nicht ganz perfekt. Ich glaube, dass wenn der Salat drunter wäre, wäre es ein ganz anderes Mundgefühl. Ich achte gerade drauf, wie du es gesagt hast, das ist wirklich so, es klebt am Gaumen. Dann noch dieses Krisselige da oben, die Struktur. Ja, wenn du kein großer Fan davon bist, ne? Nicht optimal. Aber trotzdem solider Burger, finde ich. Ich mag die Soße. Es ist reichlich Soße. Ja. Ja. Ich habe so ein bisschen. Ich habe bei der Soße so ein bisschen so Big Mac-Vibes. Ja, aber das ist ja tendenziell eine Sache, die ich ganz gern mag, ne? Weil das natürlich auch mit so Gurkenrelish gemacht wird und so. Ich finde Mayo gut. So richtig Tomatik oder eine Tomate in der Soße in Form von Ketchup oder ähnlichem, so cocktailmäßig, ist vielleicht ist ein bisschen was drin, aber ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, es ist ein bisschen Senf mit drin auf jeden Fall. Das ist die klassische Burgersoße. Ja, das finde ich tendenziell echt ganz gut. Ja? Und ich habe eben gedacht, ich hätte gar kein Fleisch mehr. Durch den Salat. Dachte ich am Anfang auch. Und jetzt bin ich aber den Salat los hier oben. Und jetzt sieht er aber auch aus wie ein Burger. Guck mal. Bei mir hier außen, wo der Salat weg ist. Ja. Jetzt kommt er. Da schmeckt es auch besser noch. Schmeckt es besser, ne? Mhm. Mm. Was bei dem Burger auch ein bisschen, sag ich mal, schief geraten ist, ist entweder die Wolfung vom Fleisch, die hätte besser sein können. Und manchmal ist es auch, wie doll wird er gepresst, wie massiv. Ja. Und das Mundgefühl vom Fleisch ist auch nicht das Beste. Ist ein bisschen bröselig, ne? Bröselig, ja. Ja, es ist ein bisschen bröselig. Saftigkeitsfaktor kommt eigentlich nur durch die Soße. Ist nicht irgendwie, dass es noch rosa ist oder sowas. Ne? Der ist well done. Der ist well done. Ja. Und du hast im Mund gefühlt dieses Gefühl, wenn du Hack aus dem Supermarkt kaufst, dieses Wellige. Ein bisschen so. Dieses, ja, tatsächlich bröselig nennen wir das. So fühlst du es im Mund ein bisschen. Ich habe das schon lange nicht mehr gekauft, aber ich weiß genau, was du meinst. Aus dem Grund kaufe ich sowas auch nicht. Ich muss aber ehrlich sagen, gegenüber den ersten Bissen, wie diesen riesen Salatblatt, was vorne rauskam, ich finde, der holt hier hinten rum auf. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie so, kennst du das? Ich sage immer, die letzten 5 Bissen vom Döner sind die besten. Immer, Königsbiss. Meiner Meinung nach. Ne? Der Königsbiss, der kann einiges rausreißen. Ist so, ne? Da kannst du hinten nochmal aufholen. Ja. Deswegen macht es auch absolut Sinn, da irgendwie eine vernünftige Menge von zu essen, bevor man da wirklich ein Feedback abgibt. Ne? Ja? Also ohne Salat würde er besser performen, sag ich dir ehrlich. Wenn du ihn ganz basic machst. Vielleicht mit geschmorten Zwiebeln oben drauf oder so. Könnte auch zum nicht schlecht sein. Karamellisierten Zwiebeln, ja. Aber da wird einfach nach Handbuch gearbeitet und nicht mit dem, was habe ich zur Verfügung. Was für Fleisch, was für Buns. Und dann baust du das perfekte Ding da draus. Das ist einfach nach dem Lehrbuch. Ja, jetzt sitzen wir hier mit dem Ding. Ich sag dir ehrlich, jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Am Anfang hat er wirklich schwach angefangen. In meiner Meinung nach hat er hinten nochmal richtig aufgeholt. Weil wir jetzt auch hier an so einem, guck mal, der ist jetzt auch,
Es ist wie das, was wir vorhin gesagt haben. Ne? Ja. Wenn, je weniger, desto besser ist das auch manchmal. Oft ist, viele wollen bei Burger immer so viel, deshalb bin ich oft auch kein Fan von diesen Varianten, die tausend Sachen mit drauf haben und diesen Special Burgern. Mhm. Oft sind sie Basic-Dinge am besten. Fleisch, ein bisschen geschmorte Zwiebeln oder auch nur Zwiebeln drauf. Oder. Aber Basic trumpft oft. Und zum Schluss, wie du sagst, wurde er besser. Aber kein schlechter Burger. Wow. Insgesamt ist also ähnlich wie der zweite, sag ich dir ehrlich. Ja. Da würdest du den, ich würde den ein bisschen, ich für mich sortiere den ein bisschen stärker ein. Ja. Ich habe auch ein bisschen weiter gegessen schon als du, muss ich ehrlich sagen. Und ich hatte halt mit dem ersten zwei Bissen schon den Salat runter. Du hast noch überall Salat, alles ich drauf. Ich habe noch Salat am Start. Und ich habe da draus einfach, dadurch, dass ich den Salat runtergebissen habe, hatte ich einfach diesen plain Fleisch, Soße und Käse-Ding. Und das hat mir auf jeden Fall viel besser geschmeckt als am Anfang mit dem Salat. Kann ich nachvollziehen. Ja. Ich hätte jetzt auch eine 7 von 10 wieder gegeben wie eben. Ja, also ich finde den ein bisschen stärker als von Heroes. Mhm. Mir ist auf jeden Fall, ich bin, wenn wir so ein Ranking machen, würde ich sagen, Urban Ranch, da kommt nichts dran. Da kommt nichts dran. Ja. Das ist wirklich ein grandioser Burger. Dann bin ich hier bei Jamies. Wäre auf jeden Fall jetzt, sag ich mal, in der zweiten Hälfte des Burgers würde er, hat er sich jetzt vom dritten auf den zweiten Platz vorgestellt. Aber du musst ja den ganzen Burger bewerten. Ja, das stimmt, da hast du recht. Aha. Also ich sag dir ehrlich, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Ja. Aber es ist ja vielleicht auch ganz gut, dass wir uns bei den anderen beiden Spots jetzt, dass wir das persönliche Gusto da noch mit einfließen lassen. Ja. Dass du sagst, für dich sind die eigentlich gleich. Also es ist ein geteilter zweiter Platz, würde ich sagen. Und ich schätze den Hero, würde ich für mich, obwohl die Salzgurke, Digga, für mich, ich mache auch einen zweiten geteilten Platz draus. Machst du zweiten geteilten? Wegen der Salzgurke, gut, ne? Die macht's aus. Mhm. Das würde auf meinem Burger, in meinem Restaurant, würde es nur Salzgurken geben. Geht nicht anders. Ja, das ist absolut richtig. Es ist aber auch das Feeling, was man früher kennt von McDonald's. So, natürlich. Diese Gurke da drauf und so. Meine Freunde haben die immer in die Decke geschmissen früher bei McDonald's. Erst da habe ich auch Jungs von gehabt. Ja. Habe ich nicht verstanden. Sag, hört auf, gib mir die. Weißt ich sag dir, ohne ging das nicht. Ja, natürlich nicht. Ja, Holle, das ist doch schon, aber summa summarum, fassen wir mal zusammen. Frankfurt und Burger, das ist doch eine Love Story, oder? Also Frankfurt, was Burger angeht, ich finde auch, was Döner angeht, ist Frankfurt sehr stark. Burger kann auf jeden Fall Frankfurt auch was. Wobei, die beiden kannte ich ja noch nicht mal. Ja. Sonst sind so andere Läden, die so in aller Munde sind. Ja. Aber doch, Frankfurt kann was Burger angeht, safe. Ja, das denke ich auch. Ne? Also wir haben, glaube ich, alles richtig gemacht. Mhm. Wenn die Zuschauer natürlich sagen, okay, ihr kennt die drei heißesten Spots hier gar nicht, ne? Müssen wir bei deinem nächsten Frankfurt-Besuch nochmal ran. Safe. Also ich komme gerne wieder an den Start, wenn ihr irgendwie sagt, ihr habt geile Tipps oder so. Bernd hat nochmal Bock, mit mir das zu machen, wenn es jetzt kein Schicksal gibt. Jederzeit, liebe Rolle, jederzeit. Schreibt das auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, den weiter auf meinem Kanal zu sehen. Ne? Das muss ja auch sagen. Ich hoffe. Ja, wer weiß. Ja, wer weiß. Ich bin ein sehr konservatives Publikum. Nein, ehrlich. Nein, also wenn ihr Bock habt, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Ich finde, Frankfurt hat auch gut abgeschnitten hier. Es war mir eine Riesenfreude, auch dass ich unsere Erfahrungen und auch Reviews dann doch deckeln in irgendeiner Form, dass wir beide dieselben Vorliebe haben. Ja. Das spricht ja eigentlich auch dafür, dass ich auch gar nicht so dumm bin, was Burger betrifft. Safe nicht. Aber ich sag dir auch so, wer zu Urban Ranch geht und sagt, dass natürlich kann man immer sagen, okay, ist nicht so meiner, aber wer behauptet, das ist kein guter Burger. Ja. Der redet einfach Müll, da muss man ganz klar sagen. Holle, wir machen hier Feierabend. Ja, vielen herzlichen Dank für alles. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Lasst mal Props da, schreibt einen netten Kommentar, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Es gibt ja gar keinen Grund, das nicht zu tun, weil es schmeckt einfach gut. Und wir sehen uns hier wieder, vielleicht in Frankfurt, wenn die Leute reinschreiben, sie haben Bock drauf. Ja? Sehr gerne. Okay, vielen herzlichen Dank. Grüße an die Kanalmitglieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.